In diesem Video werden drei kunstpädagogische Positionen vorgestellt, welche die aktuelle Debatte über den Kunstunterricht und dessen didaktische Gestaltung prägen. Der im letzten Video erklärte Otto-Selle-Konflikt spitzte sich im Verlauf der 90er Jahre immer weiter auf eine grundsätzliche Frage zu. Soll sich die Kunstpädagogik an der Kunst oder an Bildern orientieren? Soll der Zugang über Erfahrungen oder durch Vermittlung erfolgen? In der Nachfolge der Position Ottos oder Selles oder in dem Versuch, beide zu vereinen, entwickelten sich drei kunstpädagogische Konzepte, die diese Debatte bis heute prägen. Die Bildorientierung, die künstlerische Bildung und die ästhetische Forschung. Als Vertreter der einzelnen Konzepte werden in diesem Video Franz Billmeier für die Bildorientierung, Karl-Peter Buschkühle für die künstlerische Bildung und Helga Kempf-Jansen als Vertreterin für die ästhetische Forschung ausgewählt. Als Vertreter der Bildorientierung beschäftigen sich Franz Billmeier und andere mit der Frage, was soll wie im Fach Kunst unterrichtet werden. Im Anschluss an das Konzept der ästhetischen Erziehung von Gunther Otto legen sie den Fokus stärker auf die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten. Darüber hinaus steht bei ihnen nicht nur Kunst, sondern das Bild im Allgemeinen im Mittelpunkt. Denn in unserer heutigen, von Medien bestimmten Gesellschaft hat sich im Verlauf des Iconic Turns die Bedeutung von Bildern gesteigert. Wir werden täglich mit einer Bilderflut konfrontiert. Daher werden Kompetenzen im Umgang mit Bildern immer wichtiger. Und zwar für alle Formen von Bildern, nicht nur für Kunst. Die Vertreter der Bildorientierung plädieren deshalb dafür, dass die bisherigen Basisqualifikationen, also Schreiben, Lesen und Rechnen, um eine vierte, gleichwertige ergänzt werden, die Bildkompetenz. Denn in ihren Augen kann Bildung eben nur mit Bildern stattfinden. Diese Bildkompetenz umfasst sowohl produktive als auch rezeptive Fähigkeiten. In der Schule kann diese Kompetenz nur im Fach Kunst spezifischer operationalisiert werden. Die Lernenden sollen einerseits mit verschiedenen Techniken Bilder gestalten und andererseits ein visuelles Phänomen, zum Beispiel ein Gemälde, im Sinne der werkimmanenten Bildanalyse analysieren und interpretieren. Die rezeptive Seite wird auch meistens als visuelle Kompetenz bezeichnet. Einer anderen Auffassung sind jedoch die Vertreter der künstlerischen Bildung, wie zum Beispiel Karl-Peter Buschkühle, Günther Regel oder Joachim Kettel. In Anlehnung an das Konzept der ästhetischen Bildung von Gerd Selle legen sie den Fokus auf die Kunst und den Zugang über Erfahrung oder kunstanaloges Arbeiten. Da Selles Konzept an einigen Stellen zu sehr auf den universitären Bereich spezifiziert ist und sich von der Fachdidaktik abwendet, geht nun die künstlerische Bildung mit einem schulfokussierteren Blick der Frage nach, wie kunstanaloge Prozesse im Schulkontext integriert werden können. Das Ziel ist es, künstlerische Denk- und Handlungsweisen zu fördern, indem die Lernenden selbstbestimmt an eigenen künstlerischen Projekten arbeiten und durch diese Lebenskunst ihre Persönlichkeit und Identität weiterentwickeln. Hierfür muss sich jedoch die Kunstlehrkraft in erster Linie als Künstler verstehen, sodass diese als Begleiter oder Strukturgeber den Lernenden bei ihren künstlerischen Prozessen beiseite stehen und sie kompetent beraten kann. Am Anfang des eigenen künstlerischen Projekts steht die Recherche und die individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema. Verschiedene Informationen sollen aus themenrelevanten und interdisziplinären Kontexten zusammengetragen werden. Im nächsten Schritt der Konstruktion werden nun aus den gesammelten Erkenntnissen, Einsichten und aus persönlichen Erfahrungen Zusammenhänge kritisch reflektiert. Der persönliche Mehrwert aus diesem Prozess wird schließlich in ein künstlerisches Projekt transformiert, das eine eigene Aussage ausstrahlt und hohe Kontextualität besitzt. Im Laufe neuerer Strömungen hat Helga Kempf-Jansen versucht, aus beiden Positionen Leitgedanken aufzugreifen und sie in ihrem Konzept der ästhetischen Forschung zu vereinen. Dabei rückt sie das Objekt und nicht das Bild oder die Kunst in den Fokus. Der Prozess kreativen ästhetischen Handelns muss daher, ihrer Meinung nach, vor allem für die Lernenden einen persönlichen Sinn ergeben. Der ganze Prozess geht immer von den Lernenden aus, die selbst ihre Fragen und Aufgabenstellungen entwickeln. Sie beschäftigen sich zuallererst mit dem, was sie an dem Thema persönlich berührt, beziehungsweise was sie daran interessiert. Alles, was sie in irgendeiner Weise mit dem Thema verbinden, wird gesammelt. Dabei nähern sich die Lernenden dem Thema forschend aus vier Perspektiven: dem alltäglichen Lebensumfeld, der Wissenschaft, der Kunst und der ästhetischen Praxis. Haben sie genug gesammelt und das Thema ausreichend erforscht, werden die Ergebnisse in ein individuelles kunstpraktisches Projekt transformiert. Die Lernenden sollen also mit Hilfe künstlerischer Strategien ästhetische Erfahrungen machen und sich in Selbstbildungsprozessen weiterentwickeln. Sie sollen die Welt durch ihre eigene Sichtweise wahrnehmen und erforschen. Hierbei besteht aber kein Anspruch darauf, Kunst zu schaffen. So kann alles bildnerisch oder künstlerisch untersucht werden. Sowohl reale als auch fiktive Themen können als Forschungsobjekt ausgewählt werden. Um die drei Konzepte besser vergleichen zu können, werden nur noch einmal die wichtigsten Aspekte und Begriffe gegenübergestellt.
In der Bildorientierung stehen das Bild und damit alle visuellen Alltagsphänomene im Mittelpunkt. In der ästhetischen Forschung ist der individuelle Mensch mit seinen eigenen Sichtweisen der Ausgangspunkt. Die künstlerische Bildung hält hingegen immer mehr die Kunst im Fokus aller Tätigkeiten. Somit gehen die Konzepte auch unterschiedlichen Leitfragen nach. Die Bildorientierung konzentriert sich auf die Lehr- und Lerninhalte bzw. Lernziele im Kunstunterricht. Während die ästhetische Forschung die persönlichen Interessen von allen Lernenden mit Kunst verbinden und die hierzu benötigten Fähigkeiten vermitteln will, untersucht die künstlerische Bildung, wie die Kunst adäquat in die Schule verankert wird. Im Zentrum der Bildorientierung steht die Bildkompetenz. Die Lernenden sollen für den Umgang mit visuellen Phänomenen sensibilisiert und kompetent ausgebildet werden. In der ästhetischen Forschung erforschen die Lernenden nach ihren persönlichen Interessen ihren Alltag und transformieren ihre Erkenntnisse in künstlerische Projekte. Bei der künstlerischen Bildung ist es hingegen das Ziel, möglichst kunstanalog zu arbeiten, sodass künstlerische Prozesse nachvollzogen werden können. Abschließend lässt sich festhalten, dass sich alle drei Konzepte in ihren Leitgedanken und Argumentationen zwar unterscheiden, aber deren Grenzen fließend sind. Sie bewegen sich innerhalb eines Kontinuums, sodass die Lehrkraft für jede Unterrichtsplanung begründend überlegen muss, inwieweit die Lernenden entweder Kompetenzen entwickeln oder selbstbestimmt Kunst erfahren sollen.